So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, es gab jetzt einen Aufnahme-Fail. Und deswegen, ja, ich gleich auf. Und zwar wollte ich jetzt Samen farmen für eine Farm, die vermutlich dann da irgendwo unten hinkommen wird auf der großen Fläche. Da ja genug Platz ist. Und diesen Steilhang, da müssen wir auch irgendwie noch abflachen oder eine Brücke drüber machen oder irgend sowas. Halt, dass das Ganze nicht so. Ja, steil ist, dass man sich nicht verletzen kann und so. Ja, okay, ich habe jetzt 9 Samen. Ich glaube, wie viel bräuchte ich ungefähr? Ich würde sagen, vor 10 gehe ich nicht. So. Okay, 10. Boah, jetzt gab es einen Lag. Das heißt, ich gehe jetzt da runter. Bitte mach mir keinen Schaden. So. Tralala. Okay, 11. Geht dann noch mehr? 12, 12, wer bietet mehr? 12, so. Okay, jetzt haben wir 12. Jetzt gehen wir darauf und ja, machen. Nee. Können wir ja noch gar nicht. Also ich muss die Farm da beim Wasser machen. Da ich ja noch kein Eisen habe, was wir übrigens dann bald farmen gehen, nachdem diese Nacht gleich vorbei ist. Und ja, es wird schon Abend. Jetzt muss ich mir überlegen, wo mache ich die Farm hin? Ja, egal, erstmal schlafen gehen und dann überlegen wir uns das Weitere. Da haben wir das erste Kohle-Dingens abgegraben. Sorry, und ja. Jetzt mache ich erstmal Zäune. So. 26 geteilt durch 2, oder mal 2, ja, mal 2. Und jetzt einfach mal Zäune. 12 ist zu wenig, eindeutig. Ach komm schon. So. Und mehr geht nicht, schade. Okay, jetzt habe ich 16 Zäune. Ne, da muss noch mehr her. Also mache ich da einfach aus den Birchwood auch noch ein paar Dingens. Stickies. So. 42, okay, das müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Und ich lege mich jetzt schlafen. Ich bin auch jetzt wirklich müde. Im Real Life, deswegen passt das recht gut. Okay, die Sonne strahlt schön. Ha, ist das nicht schön? Okay, da ist auf jeden Fall. Ja, das ist ein guter Platz. Da muss ich zwar noch die Bäume rundherum etwas stutzen. Ich werde von irgendwo abgeschossen. Boah, du da hinterm Baum. Erschreck mich nicht. Schalala. Aua, aua, aua. Boah, was für Geräusche die machen, das ist sagenhaft. Okay. Der Baum. Und warte, welcher Baum? Nee, das müsste dann eigentlich schon reichen. So, wo sind die Zäune? Da sind die. Alter, nerv nicht. Von wo? Aua. Wo ist der Typ? Wo bist du, mein Freund? Ich krieg dich. Du kannst nicht fliehen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Da liegt verdorbenes Fleisch. Und wo ist jetzt das Skelett hin? Ich verstehe es nicht. Ist jetzt auch egal. Da schön. Ne, den Pfeil kann ich nicht aufsammeln. Schade, aber. So, wo ist jetzt die Schaufel? Okay, ich habe keine mehr anscheinend. Egal, mit dem Schwert geht's auch. Und jetzt hier so einen schönen Zaun rundherum. Der muss auch nicht groß sein. Gerade so, dass das Areal mit den Samen bedeckt wird. Also umrandet wird, nicht bedeckt. So. Und da jetzt ein Double. So, hier. Also schon wird schon schwerer darüber zu kommen. Und ich würde sagen, wie mache ich das? Ja, einfach den Zaun. So, da rüber. Sieht zwar jetzt im ersten Moment nicht wirklich wunderschön aus, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. So, darüber. Da, so. So.
Das ist jetzt extrem hässlich, aber egal. Was bräuchte ich? Einen Crafting Table. So. Der gehört auf jeden Fall da jetzt in die Ecke, die ich mir freigelassen habe. Und da kommen. Ja, eine Hacke bräuchte ich jetzt. Da reicht eigentlich jetzt eine Holz. Also eine Hoe. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Aber das reicht auf jeden Fall, wenn ich da jetzt ein Holz mache, da ich die so gut wie nie brauchen werde. Und so, also schön alles abflachen. Und dann kommen die Samen drauf. So. Schön. Okay, was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist eine Tür. Es geht aber recht schnell, die zu bauen. Wenn ich mir das jetzt gemerkt habe, müsste das ja genauso. Und da den Zaun rausruppen. So, fertig. Unsere erste kleine Farm ist fertig. Ich denke, dass ich da hinten, oder? Ja, da hinten mache ich auf jeden Fall noch eine Schicht weg, damit die Zombies da oder die Schafe oder was weiß ich da nicht drüber springen können. Weil das ist mir doch schon des Öfteren in privaten Welten passiert. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. So. Und ich würde sagen, wir habe ich Fackeln, habe ich. Ja. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall in Richtung Höhle begeben. Ist mir jetzt kackegal, ob ich genug Fackeln habe oder nicht. Du da, geh weg. Ich bräuchte auf jeden Fall so. Rotten Flesh brauche ich nicht. Und die Glass Paints kann man zusammengeben und den Flint bräuchte ich auch nicht, weil ich da nicht unbedingt mein Haus abfackeln will. Kürbisse, aus irgendeinem Grund sind die jetzt falsch angezeigt. Keine Ahnung warum. Ah ja, kann sein, dass ich einen neuen Patch oben habe. Also einen, wie nennt man das? Snapshot. Das könnte sein, dass ich das oben habe und deswegen nicht funktioniert. Aber naja. Wird im ersten Moment jetzt egal sein. Okay, wo war denn die große Höhle, die ich da mal gesehen habe? Die war da hinten, oder? Oder war die da unten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, da war sie nicht. Vielleicht dort. Ja, genau, da war sie. Okay. Rein in die Düstere. Oh Gott, da geht's runter. Da geht's schön tief runter. Ist das Eisen? Ich hoffe, dass es Eisen ist. Weil wir auf jeden Fall eine Menge an Eisen brauchen. So. Damit ich da ja nicht runterfalle. Was mir nie passieren würde. So. Hier abgesichert. Ich hoffe, dass es Eisen ist. Und es ist Eisen. Yay. Wir haben unseren ersten Eisenvorrat gefunden. Naja, Vorrat kann man es jetzt nicht nennen. Ist nicht gerade viel und dort unten ist Kohle. Das heißt, ich werde mich da jetzt schön langsam runterarbeiten. So. Schön. Hier noch eins runter. Ja, der Wasserfluss irritiert mich. Weg, weg, weg. So. Wie mache ich das jetzt am besten, dass ich da runterkomme? So, ja, genau. Und da jetzt vorsichtig wieder abtasten. So. Was ist da los? Oha. Schön viel Lava. Das Fleckchen merke ich mir auf jeden Fall. Geht's da noch tiefer rein? Wenn ja, muss ich mir noch mehr Fackeln machen. Was aber kein Problem werden sollte, da ich jetzt ja genug Kohle habe. Ich muss irgendwie die Wooden Hoe, ne, das ist das Falsche, und zwar die Wooden Pickaxe. Die brauche ich jetzt, da man mit der auch Kohle abbauen kann. Es geht zwar langsamer, aber ich will die jetzt nicht einfach so liegen lassen und nichts damit machen, bis sie vergammelt. Ich könnte sie natürlich jetzt auch in die Lava werfen. Ja, werde ich dann vermutlich auch machen. Okay, ne, da komme ich ganz normal rauf. Das heißt, ich mache mir jetzt zuerst mal ein paar Fackeln, damit ich die Höhle weiter ausleuchten kann. So. Okay, weiter geht's. In die Richtung, da ist nichts. Oh ja, Eisen. Ja, ist irgendwie eine lame Höhle. Gibt nichts Interessantes. Nur ein paar Erze, aber
ja, ist nicht wirklich tief, ist mir am Anfang tiefer vorgekommen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon eine schöne Menge an Eisen, zwar nicht allzu viel, aber ach ja, das geht, kann man viel damit anfangen. Und ja, so Kohle auf WTF. Boah, die XP, die nerven. Vor allem das Geräusch, das irritiert extrem. So. Hier, boah, wie viel Kohle haben wir jetzt dann auf jeden Fall genug. Dort hinten hab ich ja auch noch was nicht abgebaut. So, hier noch. Ich höre einen Zombie. Wo ist ein Zombie? Zombie! 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 Ist der da oben irgendwo? So, Fackel daher. Ich baue jetzt noch den Rest von der Kohle ab. Ist ja nicht mehr allzu viel. Oh, bitte hör auf mit dem Ton. Kann man den nicht irgendwie extra ausschalten? Das wäre mir sehr recht, wenn es das gäbe, aber ich glaube eher weniger. Und ich habe jetzt Angst, dass der Lava von oben runterkommt, wenn ich den Rest der Kohle abbaue. So, ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Gut. Alles abgebaut, insgesamt 43 Kohle und 8 Eisen. Das reicht und ich hoffe, dass es jetzt nicht schon Nacht ist. Das nächste Mal werden wir die Lava-Höhle erforschen. Aber noch nicht dieses Mal. Okay, es ist noch nicht mal annähernd Nacht. Das ist auf jeden Fall gut. Schattenbug. Nett. Und wir machen uns jetzt wieder auf die Heimreise. Die Kürbisse werde ich ja zu angegebenen Anlass, dass bald Halloween ist, auch abbauen und irgendwas damit anfangen. Keine Ahnung, Vogelscheuche bauen oder was weiß ich. Ja. Ja, auf dem Weg immer wieder schön alles da abgraben für Samen, die wir eventuell noch bräuchten könnten. So, da ist nix. So, schön. Nix. So, du da, geh weg. I need you. Not. So. Okay, anscheinend sind die Gräser nicht sehr ergiebig, was Samen betrifft. Wir haben jetzt wieder. Wie viele Samen? Ah, da, drei. Ja. Puh. Flieg nicht davon. Tralalalala. Komm schon. Warum kommt da kein Samen raus? Ich verstehe es nicht. Ah, okay, jetzt. Entschuldigt meine Stimme, ich weiß nicht, was damit los ist. Heute ist schon etwas strapaziert. Kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich sehr viel herumgegrölt habe in der Schule und sehr viel gelacht habe. Okay, es wird wieder Abend. Das heißt, ich pflanze die Sachen noch schnell ein in unserem Gärtchen. Ah ja, ich muss den Garten noch beleuchten, bevor ich es vergesse. So, komm her. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da muss ich mir auch eine Brücke rüber bauen. Das geht so nicht. Da, zack. Daneben. Boah, ich habe so viel Skill. Samen, Samen, Samen. So, hier noch eins und da noch eins. Dann passt das. Und jetzt hier noch rein. Okay, die letzte Reihe hat es nicht mehr mit Wasser versorgt. So, hier einen Baumsamen. Ja, den habe ich jetzt mitgenommen. Und dann auf zum Bett. Komisch, dass hier noch keine Monster gespawnt sind. Ist schon, doch schon recht dunkel. Aber naja. In unserer kleinen Behausung ist Gott sei Dank immer genug Licht. So. Da ist das restliche Fleisch. Ja, ich würde sagen, ich stelle mir da jetzt auch einen Ofen. In das kleine Höhlchen. Boah, das klang jetzt behindert, kleines Höhlchen. Ja, auf jeden Fall stelle ich mir in die Höhle in den Ofen, damit ich das alles bequem von hier aus braten kann. Ach, das ist genau eine Kohle. Und ich würde sagen, aus dem Knochen mache ich mir Bone Meal, damit die Sachen schneller wachsen. So, Essen gebe ich alles da rein, genauso wie die Samen. Da habe ich ja jetzt genug. Birch, Oak, alles Mögliche. Und die Kürbisse auch. Bone Meal nehme ich besser mit jetzt im Moment. Und das da kommt noch rein. Genauso wie das Gravel, das keiner braucht. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt da an dem Rathaus weiter. Und zwar
Eine Schicht noch, ja genau, eine Schicht noch. Und zwar, warte, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht sich genau aus. So. Und zwar habe ich vor, hier ein Tor reinzumachen. In den Berg. Also, das war jetzt irgendwie unnötig, aber egal. So. Und das Tor sollte genauso breit sein wie das an. Nee, sollte nicht genauso breit sein. Eher weniger. So. Genauso. Und da oben jetzt noch drauf eine Schicht. So. Puh. Verbauer for the win. So, jetzt und da und da und da. Okay, fertig. Irgendwie sieht das ziemlich langweilig aus. Deswegen werde ich das da. Was passiert, wenn ich das wegmache? Ja. Sieht auf jeden Fall nicht besser aus, aber auch nicht wirklich schlechter. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Und was ich auf jeden Fall jetzt bräuchte oder brauche, sind Werkzeuge. Stone-Werkzeuge. Zwar eine weitere Spitzhacke. So, gleich mal so. Zwei weitere Schaufeln und noch eine Axt. Da meine doch schon etwas aus dem letzten Loch pfeift. Warum ich jetzt etwas davor gesagt habe, ich habe keine Ahnung. So. Komm schon. So. Jetzt mit der Holz noch schnell die verschwenden, verbrauchen. Ja. Erde weg, Erde weg, Erde weg, Erde weg, Erde weg, Erde weg. Ui. Ja. Sorry, falls ich jetzt etwas wenig rede, aber mir fällt gerade echt nichts ein, über was man reden könnte. Überhaupt nichts, aber das ist ziemlich eigenartig. Ja, okay, jedenfalls der Tunneleingang ist dann da. Wobei, nee, oder mach, nee, den mache ich nicht groß. Weil sonst können die Monster von da schön da durchspazieren. Genau zu mir. Deswegen denke ich, ich mache den irgendwie kleiner. Ja, und zwar mit den Dingen so. Ja. Das denke ich, kann man so lassen. Das ist nicht wirklich hässlich. Doch, es ist hässlich. Ja, genau. Es ist so hässlich. Ja. Man kann es gar nicht ansehen, so hässlich ist es. So, also macht sich da weg. Wie mache ich das jetzt, damit das halbwegs nach was aussieht? Das ist ja immer...